Heißt ein VP kaufen? Was? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Voice Package oder so, keine Ahnung. Voice Package, du kannst für die Leute andere Stimmen holen. Super. Braucht kein Mensch. Nö. Habt ihr eigentlich gesehen, was ich für einen coolen Namen habe? Tricomsa. Lieber Stream, hier guck mal, All Smighty Frodo, da hab ich mir richtig, richtig was einfallen lassen, ey. Da war ich richtig lustig. Bing! Au. Welches Level bist du eigentlich, Flo? Wenn ich das wüsste, würde ich dir sagen. Indem du B drückst, achso, B ist Backporten. Alter, was? Ich hab irgendwie Probleme mit meiner... Zurück zur Fountain gehen, wo der Item Shop ist und du... Ja. Was kann man mit... Irgendwas verursacht Störgeräusche in meinem Headset, was mich extrem kirre macht. K, um die Fertigkeiten zu sehen. Achso, nee, kann ich dir auch erklären. Genau, so, so. Ich zum Beispiel weiß, okay. Ich brauche jetzt 1600, das heißt, ich warte immer erst noch in der... Attack Speed Camp oder Mana Camp? Attack Speed Camp. Attack Speed ist für, Hunter. Genau. Aber halt du hast auch bei den, du hast auch, yo, du hast auch bei den Gegenständen, hast du Kern und Schaden und Defensiv und Starter, also da sind so wie so Art vorgeschlagene Sachen halt, das ist ganz, ganz günstig am Anfang. Du kannst auch den automatischen Itemkauf. Ja genau, kannst du auch aktivieren. Würde ich dir am Anfang sogar raten, also ganz am Anfang. So, ich habe jetzt hier rumgestanden, bis ich meine Boots habe und jetzt komme ich. Frodo, es gibt hier nur eine Midlane und auf den anderen Lanes siehst du ja diese Symbole. Ja. Da hast du in diesem Spiel. Ich hole gerade schon die Buffs irgendwie. Genau, aber würde ich dir jetzt noch nicht raten, du wirst wahrscheinlich bei dem Versuch drauf gehen. Oh, noch läuft ganz gut. Ich habe halt überhaupt keinen Plan, was ich tue, weil ich nicht weiß, was meine Fähigkeiten sind. Ja, das hätte ich erst eine Runde lesen können. Oh, ja, das hätte ich was ist da passiert? Aber ich gehe erstmal hier. What happened denn? Was happened denn da? Frodo, du hast übrigens also mega die Crowd Control. Okay. Ergo, du solltest. Ja, du kannst mit deinem Einsatzspell kannst du immer versuchen, die Gegnerhorden, die anrückenden, auszuschalten. Achso, was mache ich mit unserer halt möglichst schnell zum Tower kommen. Dein zweiter Spell ist, du schießt von oben runter und heilst dich. So, okay. Das war's erstmal mit Herkules. Jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe. Ah, okay, ich sehe schon. Ja. Die 1er ist ganz schön übel. Die 1er ist halt mega, wie gesagt, die ist halt über Crowd-Controlling. Das heißt, du kannst damit. Pass auf. Frodo, noch ein Tipp auf dich. Die Türme sind hier anders als bei Heroes of the Storm oder so. Die Türme gehen auf dich los, sobald du was castest. Also bei normalen Angriffen nicht, aber sobald du was castest, gehen die Türme auf jeden Fall auf dich los. Okay. Können wir uns mal Herkules holen? Zack, nice. Für dich ist übrigens Angriffsgeschwindigkeit und Crit enorm wichtig. Schade. Fuck, wie ist das denn gerade noch passiert? Wie ärgerlich. So, 3 ist Rückwärtshaltung und mit K finde ich meine Fähigkeit. Erinnert mich alles gerade ein bisschen an Projektil, Bodenziel, Sprung. Okay. Autofeld, was sind Autofeld? Die 3 ist bei dir nur wichtig, wenn du wirklich entkommen musst. Ja. Frodo, auf F und G liegen aktive Fertigkeiten. User disconnected. Ja, aber das heißt, hat er noch keine. Wenn du dieses blaue Pendant hast, aber das hast du nicht, das gibt's halt, wenn du automatisch ein Item kauf hast, kaufst du das bald. Das reduziert deine Cooldowns. Okay. Um 7 Sekunden, glaube ich. Und es gibt ich habe aber 2 davon, glaube ich. 2 so kleine. Und auf G gibt es dann solche Boops, Boop. Mit denen kannst du für 4 oder 5 Sekunden Speedbuff kriegen. Okay. Wobei das alles nicht so wichtig ist wie deine 2. Du brauchst unbedingt das Item, Frodo, was dir sagt, erhöht mit jedem Stack die Chance auf einen Crit. Und dann, wenn du das hast, holst du dir als nächstes die mit steigert deinen Crit-Schaden um 50% und deine Angriffsgeschwindigkeit. Wo hole ich die Items? Frodo, geh mal zurück. Porte dich mal B. Lalala. Bam. Boah, was zur Hölle ist das? So, was? Sorry, wo kaufe ich die Shops? Achso, greifen mit ihr auf den Shop zu. Boah, Reinigungsperlen, ja, jetzt müsste ich ja Bewegungsgeschwindigkeit. Was war das? Die sind sauteuer. Also nur als kleine Info.
Auf I kannst du immer gucken, wie viel Kohle halt du gerade hast. Aus, baust du die halt Achso, Raserei 2000, wo sehe ich nicht viel Kohle? Okay. Boah, ist das kompliziert, ey. Da hier ist es mega. Durch. So, ich hab jetzt erstmal bam, 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 bam. Nee, dann spiele ich lieber Hotz. Da muss ich nur drei Sachen können und dann läuft das. Nee, das hier ist aber wirklich geiler. Also ich, wie gesagt, bei Heroes of the Storm fehlt mir halt das Item-Bild total. Das ja, du hast halt auch keine Das muss ich halt tatsächlich anmerken, ne? Zu variieren. So, warte mal. Na. Alter, was ist das? Ich könnte dir... Warte, du hast nicht League of Legends gespielt, oder? Nee. Okay, wie gesagt, ich dir jetzt mich würde mal ganz kurz interessieren, ob der Chat diese so eine Art Störgeräusch, irgend so eine Art Knacken oder Quietschen oder so, ob der Chat das auch hört. Dann wäre das mega geil, wenn das mal kurz geschrieben werden könnte. Wenn ihr auch irgendwelche seltsamen Geräusche hört, die ihr nicht zuordnen könnt. Das ist mega ätzend ist. Das, was der blaue Phönix sieht voll geil aus. So. Das war zwar jetzt Quatsch, sich das schon zu kaufen, aber egal. Ich könnte mir mal einen. Weiß gar nicht. Ich hole mir mal einen Angriffsbuff. Warum nicht? Kann ich ein bisschen Minions kloppen. Double kill! Yeah, no idea what I'm doing. Except getting in the Fresse. You're very low, Mr. Frodo. Was ich damit sagen will, kauf dich gefälligst ein paar Tränke. Boah, Snappy rasiert hier. Mega ja, macht man einen Trank mit C oder was? Ja. Ja, Trank ist mit C und du sollst halt dir auch Lifesteal holen. Das ist pro als, Hit. Als was? Achso, als Item oder was? Ja, ja. Mhm. Das ist halt dann pro Hit machst du. LOL. Tada, da waren die Heroes dran. Also erhalten eine Psyche, Kraft und Lebensrauch. Ach, ich muss jetzt, da muss ich. Achso. Boah, der macht so viel Schaden, dieser Scheiß Phönix. Unfassbar. Ja. Er sie ist unnicht zu fassenable. Nein, bye, bye. Oh, hab ich den jetzt gekauft oder nicht? Wenn du draufgeklickt hast und auf kaufen, dann bestimmt. Nee. Es sei denn, du hast Auto-Item bei an. Ja. Dann wo kauft der das raus. Wo finde ich denn das raus, ob ich das anhab? Und Autofertigkeiten habe ich jetzt mal ausgestellt, ne? Ne, das habe ich zum Beispiel mal an, weil das macht er je nach Nutzung deiner Fertigkeiten, was ganz clever ist. Hm. Jetzt habe ich es ausgestellt und weiß nicht mehr, wie man es ankriegt. Na toll. Alter, ich bin... Ja, scheiße, meine... Oh, ich habe mich verdrückt. Das war natürlich mega, mega unendlich dumm. Und die andere Frage ist, habe ich jetzt die Handschuhe an? Ja, habe ich. Unten links mein Bogen blinkt. I have no idea what I'm doing. Du kannst auch mal lesen. Nimm dir doch einfach die Zeit und lies. Ja, wie komme ich denn mit der Maus da unten hin? Also ich weiß doch gar nicht... Wohin denn? Na, unten links auf meinem Bildschirm blinkt von den sechs Vierecken, die da sind. Mach mal, drück links. Mal I. Kann ich da immer noch nicht hin? Hä, wenn du I drückst? Nein, wenn kann du ich I drückst, hast du Item Shop auf und kannst dir deine Items so angucken. Unten in der Reihe ist das, was du gekauft hast schon. Nacht. Achso, was ist denn die 4? Ist meine Ulti oder was? Winken. Ja Mann, das kenne ich. Das finde ich manchmal voll beruhigend. Wo? And they died. This is how you... Oh shit. Das ist ein Phönix, den sollst du nicht. Der macht dolle Aua, Frodo. Du gehst wieder B. Du drückst B. Drück ich bereits. So, Item Shop. Ich weiß, das ist das Kurzbogen. Achso, kann ich mir noch einen anderen Bogen holen? Nee, das ist nur... Also, lies dir doch durch, was da steht. Was die jeweils machen. Es kommt nicht darauf an, dass du irgendwie gut aussiehst mit deinen Items. Ja, dein Aussehen verändert sich nämlich nicht. Du kannst auch drei Bögen haben, das sind nur Items, die spezielle Fähigkeiten haben. LOL. Was für ein Depp. Das Geschwindigkeit. Das will ich mir das kaufen. So, aber ich will nicht das, ich will... Snappy. Ja? Du bist hier auch hart am Killstealen. Ich bin nicht hart am Killstealen, ich mach einfach nur mega viel Damage. Schade.
Schaden, kritischer Schaden erhöht. Okay, das ist auch ziemlich nice. Aha. Ich glaube, bin mir immer noch nicht ganz so sicher, aber... Ich komme ganz gut in diesem Spiel zurecht, weil ich habe ja auch eine lange Geschichte mit meinem Bogen. Ich nicht so lang, aber für das Spiel hier... Bei mir, das Ding ist, bei mir blinkt die ganze Zeit dieser Bogen. Was heißt denn blinken? Seit wann blinkt denn irgendwas in diesem Spiel? Alter! Ich spiele auch LOL, ja. Ich sag doch nur... Ich sag doch nur, was da ist. Und wenn da ein Bogen ist, der blinkt. Ja, da ist ein blinkender Bogen. Wo? Wo würde schon. Bei meinen Gegenständen, in der zweiten Reihe der Gegenstände. Mhm. Ist mein Bogen als Waffe ausgewählt. Ja, Snappy, warum blinkt der? Und der blinkt, der leuchtet immer wieder auf. Warum blinkt der? Keine Ahnung. Item Warum Shop. Kommen unsere Minions nicht hinterher? Frodo, dann lass ihn doch einfach blinken, was ist denn dein Problem? Alter, der wird ja wohl irgendeinen Sinn haben, dass der blinkt. Lol. Nein, ich will noch mehr Gold haben. Alter. Mann, hast du echt mega. Mir gerade echt meinen Ulti-Kill geklaut. Oh, das tut mir leid. Also wirklich. Also ich glaube zumindest, dass du mir den gerade. Aber ich kritte halt mit jedem Schuss. Lol. Ja. Könnte Frodo aber auch. Ja. Port jetzt einfach mal weg und will das. So, was muss ich mir dafür kaufen jetzt hier? Ah, ein Ding sieht ein bisschen aus wie eine Sichel und das andere Ding wie ein Bogen. Ja, Raserei. Die kritische Trefferchance nimmt mit jedem Griff zu, ne? Ja, genau. Und das andere ist wahrscheinlich Todesbote, Schaden kritischer Schiffer, Treffer erhöht. Genau. Und wenn und du das Raserei? In Kombi hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Das andere kann ich leider noch nicht kaufen. Nein. Gut. Okay. Also man kann sechs Dinge kann man auswählen. Ja, den hab ich noch geholt. Huha. Ja. Das ist ja echt in der Base für drin stehen. Mhm. Oh Mann, so. Das habe ich ja bei, was war das? Bei Dota gemocht, dieser kleine Esel, der dir dann immer deine Items auf die Lane gebracht hat. Ja. Kam dann einfach so angeflogen. Das ist halt eine MOBAs, ist halt echt, da bin ich raus. Ich habe das halt jetzt erst gelernt. Ja, ich ja auch, aber ich muss sagen, Smite macht mir wirklich richtig, richtig riesen Spaß. Ja, vor allem ist es halt in Deutschland noch nicht so krass, dass auch halt diese ganzen kleinen Kinder das spielen, die dann einfach nur rumflamen. Ja, das stimmt schon. Das ist eigentlich noch eine verhältnismäßig nice Community auch. Das war ja das Toxische an League of Legends, wo ich dann auch gesagt habe, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist das, was vielen Spielen passiert. Ah, das war so dumm gerade. Yay! Ah, schade, wenigstens habe ich noch einen geholt. Aber Frodo, mhm. Spiel mal als nächstes auf keinen Fall Loki. Okay. Der ist nee, ich will irgendwas mit mega, Fernkampf haben. Ja, nimm mal Fenris. Also ich glaube, ich will halt irgendwas haben, was nicht viel aushält, was aber krittet. Nimm mal Fenris. Mit dem springst du in die Gegner rein und machst alles flach. Nee, das ist ja nicht meins. Ich will ja kritten. Ich will ja am Rand stehen und mit gezielten Schüssen nee, Leuten weil gezielte Schüsse gibt es hier schon mal nicht. Weil es kein Ego-Shooter ist. Ja, mit gut getimten, mit getimten. Ja, dann hast du eigentlich den perfekten Charakter. Hm. Ups. Arklis, kritische Trefferchance. Plus 50? Das ist ja viel krasser. Ja, das meinte ich auch. Das ist teure für 1000, für 3650 oder so. Gewesen. Aber hier gibt es ja noch eins, was macht 50 physische Kraft und 20 kritische Trefferchance und hier. Achso, die haben beide. Ja, aber das ist egal. Eben kritische Trefferchance. Lalalala. Ich lasse mich jetzt von dem Typen hier verkloppen, dann kann ich nämlich auch nochmal in die. Huch, scheiße. Naja, ich gedacht, dass ich nochmal weghauen kann. Was machen Reinigungsperlen? Was machen die? Eben die Crowd Control. Okay.
Stiefel, achso, da kann ich mir einfach nochmal andere Schuhe auch kaufen, ja, wenn ich wollte. Aber ja. Die